joy to children. For my baby. Rub my seasoning. My name is Brad and I'm a conservative Republican. Mein Name ist Brad. Ich bin Anhänger der Republikaner. Vergangenen Sommer habe ich im Internet ein Video über die Zerstörung des World Trade Centers gesehen. Der Titel Schwerer Schwindel. Der Film von Eric Hufschmidt hat mich wütend gemacht. Und ich wollte beweisen, dass sich der Filmemacher irrt. I was determined to prove the maker of this video wrong. Ich habe mir verschiedene Filme über den 11. September besorgt und sie genau angesehen. Ich habe im Internet tausende Seiten und Archive durchsucht und im wahrsten Sinne des Wortes eine Woche lang nicht geschlafen. Ich fand heraus, dass nicht Eric Hufschmidts Film, sondern die offizielle Version der Ereignisse nicht beweisbar und völlig falsch ist. Was Sie jetzt sehen, sollten Sie eigentlich schon wissen. Die Regierung und die Medien hätten dieses Material veröffentlichen sollen. Aber warum haben Sie es bisher noch nicht gesehen? This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers have died. Wir wissen, dass am 11. September 2001 vier Flugzeuge entführt und vom Kurs abgebracht wurden. Innerhalb einer Stunde krachten zwei Maschinen in die Stahltürme des World Trade Centers, die daraufhin einstürzten. Verstört von den Bildern glaubte die Öffentlichkeit schnell, dass die Brände so heiß waren, dass das Stahlgerüst der Türme nachgab. Genährt von offiziellen Quellen mit Hilfe der Medien entstand ein Mythos, mit dem die fassungslose Öffentlichkeit gefüttert wurde. Durch den Einschlag der Maschinen verbrannte tonnenweise Kerosin. Der Stahl schmolz und das Gebäude fiel in sich zusammen. Innerhalb von 10 Sekunden waren 110 Stockwerke pulverisiert. Diese offizielle Version wurde von Anfang an verbreitet. Die Maschine kam aus dem Nichts und knallte genau in die eine Seite des Twin Towers. Auf der anderen Seite gab es eine Explosion. Dann habe ich gesehen, wie die Türme zusammenfielen, weil das Feuer zu heiß war. Dieser Mythos floss in den Bericht des Katastrophenschutzes ein und wurde anschließend von Experten übernommen. Der Einsturz war eine Folge der zerstörerischen Wirkung des Flugzeugeinschlages und des daraus folgenden Feuers. Die Ingenieure John Skilling und Les Robertson hatten das Stahlgerüst in den 60er Jahren entwickelt. Dabei hatten sie einen Flugzeugcrash eingeplant, weil erst 1945 ein verirrter Air Force-Bomber ins Empire State Building geflogen war. Wir hatten mit dem größten Flugzeug seiner Zeit gerechnet, das langsam und tief fliegt, verirrt im Nebel. Wir haben die Türme so gebaut, dass sie den Einschlag einer Boeing 707 aushalten würden, egal wo die Maschine aufträfe. Aber in die Tower flog jeweils eine Boeing 767. Sie ist schwerer als eine 707 und gebaut für schnelle Überseeflüge. Die 707 ist mit der 767 vergleichbar. Eine vollgetankte 707 wiegt höchstens 334.000 Pfund. Und da die Maschinen für ihren Flug allenfalls den Sprit laden, den sie unbedingt benötigen, war die kleinere 767 nicht einmal annähernd vollgetankt und deshalb auf keinen Fall so schwer wie möglich.
In Bezug auf die Hitze sind die Funksprüche der New Yorker Feuerwehr interessant. Einheit 5-1, es gibt zwei isolierte Brandherde. Wir sollten sie mit zwei Einheiten in den Griff bekommen. Im 78. Stock gibt es zwei isolierte Brandherde. Isolierte Brandherde, zwei Einheiten, um sie zu löschen. Im Bericht des Katastrophenschutzes steht, dass das meiste Kerosin während der ersten Minuten verbrannte. Es heißt weiter, das brennende Kerosin breitete sich zwischen den Stockwerken aus und entzündete die Büroeinrichtungen. Die neuen Brände und die größere Hitze reichten irgendwie aus, um 47 Stahlsäulen im Kern des Gebäudes, 236 Stahlsäulen an den Außenseiten und tausende Stahlhalterungen gleichzeitig zu schmelzen. 'Achten Sie auf den Rauch nach dem Einschlag. Jeder, der schon einmal ein Holzfeuer entzünden wollte, weiß, Rauch bedeutet, das Feuer brennt nicht, ihm fehlt Sauerstoff. Mehr als eine Stunde lang schwelte das Feuer in den Twin Towers, aber es brannte nicht. Während dieser Zeit konnten tausende Menschen über die Treppenhäuser evakuiert werden. Andere, denen der Fluchtweg abgeschnitten war, standen an den Fenstern der verqualmten Räume und riefen um Hilfe. In Wirklichkeit hielten die Türme stand. Das Gebäude war so konzipiert, dass es dem Aufprall einer vollgetankten 707, dem größten Flugzeug seiner Zeit, standhalten würde. Es hätte wahrscheinlich mehrere Einschläge verkraftet, denn seine Struktur ist wie ein dichtes Moskitonetz. Ein Flugzeug ist wie ein Kugelschreiber, der durch einen Teil des Netzes sticht, aber dem gesamten Netz nichts anhaben kann. Die Türme konnten schweren Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis 225 Kilometer pro Stunde standhalten. An einem stürmischen Tag waren die Schwingungen spürbar. Der einzelne Einschlag eines Flugzeugs entsprach lediglich einem lauen Lüftchen und keinem Orkan. Ich hatte gerade meine Unterlagen aufgeräumt. Da hörten wir einen lauten Knall und das Gebäude begann zu schwingen, wie eine Welle. Die Menschen waren fassungslos, als eine Stunde später der erste Turm zusammenbrach. Soweit ich weiß, wurde über das Kerosin im Flugzeug nicht nachgedacht, hinsichtlich einer Explosion oder eines starken Feuers. Dafür waren wir nicht verantwortlich. Bei einem auf Flugzeugeinschläge konzipierten Haus wurde nie über das Kerosin nachgedacht? Noch nie ist ein Stahlgebäude durch ein Feuer zusammengebrochen. Ich habe bis vor kurzem noch keine Stahlkonstruktion gesehen, die durch ein Feuer zusammengebrochen wäre. Andere Stahlgebäude waren echten Infernos ausgesetzt, doch keines fiel in sich zusammen. 1975 brannte es im nördlichen Turm des World Trade Centers 3 Stunden lang. Das Feuer fraß sich Stockwerk für Stockwerk hinauf. Es brannte doppelt so lang wie am 11. September. Doch es gab keinen Hinweis auf eine mögliche Einsturzgefahr. Februar 2005. Während Sanierungsarbeiten brennt es im Windsor Tower in Madrid 20 Stunden lang. Was vom Gebäude übrig blieb, konnte sogar noch einen Kran tragen. Was sind 90 Minuten Rauch gegen ein 20-Stunden-Inferno?